Vingegaard versus Pogacar. Pogacar versus Vingegaard. Zum dritten Mal in Folge kämpfen die beiden Ausnahmesportler um das gelbe Trikot des Gesamtführenden bei der Tour de France. Natürlich kommt es am Ende auf die Beine an, aber auch die Rennräder der Sportler werden immer wichtiger. So wichtig, dass wir uns heute beide Räder im direkten Vergleich anschauen werden. Tadej Pogacars Colnago V4 RS versus Jonas Vingegaards Cervélo S5. Bevor wir uns gleich den technischen Feinheiten beider Räder widmen, würde ich sagen, wir holen uns nochmal so einen kurzen und knappen Überblick über die beiden Modelle, die es in dieser Form ja schon ein bisschen länger gibt. Fangen wir an mit dem Cervélo S5, dem Aero-Bike von Cervélo, welches von Jonas Vingegaard bei der Tour de France gefahren wird. Zuallererst erschienen ist das S5 schon im Jahre 2011, es wurde dann nochmal überarbeitet und seit 2018 kennt man es mit diesem markanten Aero-Cockpit. 2022 gab es dann nochmal eine neuere, noch aerodynamischere Version und auf dieser ist Vingegaard auch heute bei der Tour de France unterwegs. Neben ein paar sehr speziellen Änderungen zu einem herkömmlichen S5 fällt vor allem auch die Laufradwahl von Jonas Vingegaard auf. Warum sind die Laufräder so spannend? Weil er vorne 34 mm hohe und hinten 37 mm hohe Felgen fährt. Das wird er natürlich aus Gewichtsgründen tun, aber er verzichtet damit auf den eigentlichen Super-Aerodynamik-Vorteil des S5s, denn das gesamte Rad wurde eigentlich rund um die 52-63er-Kombination der Reserve-Laufräder, also der Hausmarke von Cervélo herum, aufgebaut. Naja, Sie werden schon wissen, was Sie machen bei Jumbo Wismar. Was Sie ebenfalls machen, ist Schlauchreifen aufkleben. Vingegaard fährt den Vittoria Corsa Pro in der 26 mm breiten Version als Schlauchreifen. Das bedeutet, der Reifen ist auf die Felge aufgeklebt und das sieht man in der World Tour auch nicht mehr so häufig. Ansonsten ist das Rad mit SRAM Red Komponenten komplett ausgestattet. Seit diesem Jahr fährt Jumbo Wismar ja mit SRAM Komponenten. Die Anbauteile, also Lenker, Vorbaueinheiten, auch die Sattelstütze kommen von Cervélo selber und der Sattel kommt mit dem Antares aus dem Hause Physik. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich noch anzumerken, dass Vingegaard vermutlich für die Bergetappen auf sein Cervélo R5 wechseln wird, das Bergrad, und das kratzt dann ganz sicher an der 6,8 Kilo Grenze. Tadej Pogacar hat diese Qual der Wahl nicht. Er setzt voll und ganz auf das Flaggschiff der italienischen Traditionsfirma Colnago, das Colnago V4 RS. Man muss aber sagen, dass er seine beiden ersten Tour de France Titel auf dem Vorgängermodell des V4 RS, dem V3 RS, eingefahren hat. Seine erste Tour de France verloren im letzten Jahr gegen Jonas Vingegaard hat er auf dem Prototypo, also einem Prototypenmodell des nun veröffentlichten Colnago V4 RS. Das V4 RS wurde erst Ende 2022 vorgestellt und dann eben auch offiziell gelauncht. Man muss sagen, obwohl er die Tour de France im letzten Jahr verloren hat, ist das neue V4 RS deutlich schneller als sein Vorgänger. Bis zu 26 Watt soll man bei Renntempo sparen und auch der Rahmen ist 51 Gramm leichter, obwohl er weiterhin super steif ist. Pogacars Rad ist weiterhin mit den Envy SES 4.5 Laufrädern ausgestattet. Die wiegen 1450 Gramm und sind damit etwas schwerer, vermutlich aber auch ein bisschen aerodynamischer als die Laufräder von Jonas Vingegaard. Aufgezogen auf die Laufräder ist der Continental GP 5000 TT in der 28 mm breiten Version. Und hier muss man sagen, das ist ziemlich spannend, denn ursprünglich wurde dieser Reifen nur für Zeitfahren entwickelt. Jetzt wird er von einigen Teams bei der Tour de France, zum Beispiel auch dem Team Ineos, auch im Straßenrennen gefahren. Was da die Gründe sind, müssen wir die Teams wohl selber fragen. Geschaltet und gebremst wird weiterhin auf der Top-Gruppe aus dem Hause Shimano, also der Dura Ace natürlich. Und hier sieht man dann auch, treten die beiden größten Schaltungshersteller der Welt mit SRAM gegen Shimano gegeneinander an, in Person von Vingegaard und Pogacar. Anbauteile wie zum Beispiel die spezielle Sattelstütze, die Kettenblätter oder auch die Bremsscheiben, die gucken wir uns später nochmal im Spezialpart an, denn die sind sehr besonders. Stinknormal, daher kommt allerdings der Sattel der Prologo Scratch M5 an Pogacars Bolide. Starten wir rein mit den Specials der Räder und diesmal fangen wir an mit dem V4 RS von Pogacar und gehen hier rein mit der Sattelstütze. Die kommt von Darimo, einer spanischen Firma, die sich auf Leichtbauteile aus Carbon spezialisiert hat. Die produzieren die Stütze für Pogacar und die bringt nur
95 Gramm auf die Waage. Ganz schön leicht im Vergleich zur herkömmlichen V4RS-Stütze, die ich hier im Büro mal auf die Waage gelegt habe. Circa 160 Gramm habe ich hier gemessen, also wir sparen gleich mal 65 Gramm nur bei der Sattelstütze. Weiter geht's mit den Spezialteilen in Sachen Kettenblättern, Bremsscheiben und Steckachsen. Die kommen alle von der Firma Carbentie aus Italien. Und bei den Steckachsen alleine sparen wir satte 26 Gramm. Für den Otto Normalverbraucher wahrscheinlich relativ uninteressant, aber bei so einem Profirad ist das doch ganz nett. Übrigens 26 Gramm im Vergleich zu herkömmlichen Steckachsen, die beim V4 RS mitgeliefert werden. Tobi fährt das gleiche Rad ja auch, da hatten wir was zum Nachwiegen. Bremsscheiben, Pogacar fährt ihr vorne 160, hinten 140 mm Durchmesser. Und hier haben wir pro Scheibe ungefähr 10 Gramm Ersparnis. Ich habe aber mal mit meinem Kollegen Olli Bridgewood, dem Tech-Nerd von GCN, geschrieben. Und der meinte, ja, so ganz sicher ist er sich nicht, ob sich das lohnt. Denn die Spider, die ist ja bei Carbentie aus Carbon. Und ja, so in Sachen Hitzeableitung soll das wohl nicht so das ganz Gelbe vom Ei sein. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch da draußen Erfahrung und kann mir seine Erfahrungen mit solchen Bremsscheiben, mit solchen Carbon-Spidern in die Kommentare schreiben. Machen wir weiter mit den Kettenblättern. Die kommen ebenfalls von Carbentie, habe ich ja schon gesagt. Und Pogacar fährt hier eine Kombination aus 54-40. Und wenn wir uns das mal im Vergleich mit herkömmlichen Dura-Ace-Kettenblättern anschauen, dann wird da einiges an Gewicht gespart. Eine 54er Carbentie-Kettenblatt wiegt nämlich 114 Gramm. Müssen wir noch die aus dem 3D-Drucker kommenden Endkappen von Pogacar hinzuzählen. Die wiegen so circa 20 Gramm, sind wir bei 134 Gramm für das große Kettenblatt. Und im Vergleich mit einem 52er Kettenblatt von Dura-Ace haben wir hier 76 Gramm Ersparnis, denn das wiegt tatsächlich 210 Gramm, so ein Dura-Ace 52er Kettenblatt. Die kleinen Kettenblätter, da wird auch noch mal ordentlich was gespart. Ein kleines Blatt von Carbentie wiegt 42 Gramm, während ein kleines Blatt mit 40 Zähnen von Shimano, also ein Dura-Ace, 92 Gramm auf die Waage bringt. Also haben wir eine Gesamtersparnis von 126 Gramm. Machen wir weiter mit dem Lenker. Der kommt von Envy und wurde Pogacar extra zur Tour geliefert. Die erste Saisonhälfte ist er auch auf dem CC01 Cockpit von Colnago gefahren. Jetzt hat Envy ihm aber einen Lenker, der genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist, ja zur Tour ans Cockpit drangeschraubt. Und der soll dann Ende Sommer verfügbar sein, auch für uns normale Leute. Auffällig auch hier wieder die Headset-Kappe aus dem 3D-Drucker. Damit haben wir schon zwei Teile. Einmal die Endkappen bei der Kurbel, einmal das Headset und das dritte Teil aus dem 3D-Drucker am Rad muss natürlich auch noch erwähnt werden. Und zwar ist das der Nummernhalter, der kommt ebenfalls aus dem 3D-Drucker. Weiter geht's mit dem Cervelo S5 von Jonas Vingegaard und dem größten Eyecatcher, dem SRAM Einfach Aero Kettenblatt. Das hat Jumbo-Visma schon ein paar Mal ausgetestet in dieser Saison. Mit kleinem Herzinfarkt bei Primoz Roglic, Kettenverlust beim letzten Zeitfahren des Giro d'Italias. Aber auch Jonas Vingegaard ist das Ding schon gefahren. Bei der Dauphiné hat eine Etappe gewonnen. Also so schlecht kann es nicht sein. Es scheint zu funktionieren. Ist ein 50er Blatt kombiniert mit einem Kettenfänger von der Firma Wolftooth. Und es wiegt 243 Gramm. Verglichen mit den zwei Kettenblättern von Pogacar, die 176 Gramm wiegen, wird man jetzt erstmal sagen, ist ja gar nicht mal so leicht dafür, dass es nur eins ist. Aber Moment mal, dafür spart sich Vingegaard natürlich den Umwerfer und der würde bei Pogacar auf Dura-Ace-Niveau 100 Gramm auf die Waage bringen, also den Gewichtsvergleich würde Vingegaard gewinnen. Aber ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es darum gar nicht so geht, denn da kann Vingegaard ja immer noch auf das R5 wechseln. Hier steht der Aero-Fokus auf jeden Fall vorne dran. Die Kassette kommt mit einer Abstufung von 10 bis 36 und die gibt es so eigentlich gar nicht auf SRAM Red Niveau. Wir sind uns aber alle ziemlich einig, dass die Gewichtsunterschiede von SRAM Red to SRAM Force zu SRAM Force Komponenten eigentlich so groß sind, dass es sich hierbei um eine Spezialanfertigung auf Red Gewichtsniveau für Jonas Vingegaard handeln muss. Weiter geht's mit den Schalthebeln und auch die sind special. Denn es sollte sich ja eigentlich um SRAM Red Hebel handeln. Allerdings sind die hier viel, viel kleiner, sehen eher aus wie die Force oder Rival Hebel. Und
Deswegen liegt die Vermutung einfach nahe, dass es sich entweder um die neue SRAM Red Serie handelt oder dass es auch hier eben eine Spezialanfertigung für Jonas Vingegaard gegeben hat. Jetzt wird es endlich richtig spannend, denn gleich gucken wir uns das Gesamtgewicht der Räder an. Vorher aber noch mal kurz die Fahrerpositionen bzw. die Einstellungen der Räder. Tadej Pogacar ist 1,76 Meter groß, fährt das Rad in Größe 48. Er sitzt auf einer Höhe von 73,3 cm, die Sitzlänge beträgt 55,2 cm und die Überhöhung 11 cm. Gesamtgewicht des Fahrrads 7,020 Kilogramm, also echt ein ziemlich leichtes Rad. Und an dieser Stelle möchte ich noch kurz anmerken, sehr, sehr auffällig, auch zu unseren Messungen aus den vorherigen Jahren bei den Kollegen von GCN, er fährt dieses Jahr eine neue Position. Er fährt jetzt eine 170 mm lange Kurbel anstatt 172,5 mm vorher. Und auch der Sattel ist jetzt 2 cm weiter nach vorne und der Sattel extrem stark nach unten geneigt. Also Tadej Pogacar hat seine Position angepasst in dieser Saison und sie scheint sehr schnell zu sein. Vingegaard ist 1,75 Meter groß, fährt das Rad in Größe 51, sitzt auf 70 cm und die Sitzlänge beträgt 57,5 cm. Überhöhung haben die Kollegen leider nicht gemessen, dafür aber das Gewicht und das schlägt mit 7,120 Kilogramm ein bisschen schwerer ja, zu Buche. Aber ich sag mal so, diese 7,12 Kilogramm, das ist schon auch in Ordnung für ein Aerobike und Vingegaard kann ja wie gesagt auf das R5 wechseln und dann wird er an den 6,8 Kilogramm kratzen, genauso wie Pogacar aber noch leichtere Laufräder reinmachen kann, dann wird er auch an den 6,8 Kilogramm kratzen und am Ende sind beides einfach richtig schnelle Rennräder. Am Ende kommt noch meine Beurteilung der Optik. Die ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Also seid, lasst Gnade walten in den Kommentaren mit mir. Ich habe mir nur zwei Punkte aufgeschrieben. Ich mag beide Räder eigentlich sehr gerne. Muss sogar sagen, dass das S5 eines meiner Lieblingsräder ist. Aber ich finde mit diesem Aero-Kettenblatt und der Kombination mit den flachen Laufrädern dann diese gelbe Farbe, irgendwie ist es nicht mehr ganz so mein Fall. Da würde es mir besser gefallen, wenn da eben einfach ein ganz klassisches mit Aero-Setup und vielleicht in ganz schwarz gefahren werden würde. Aber es gibt bestimmt auch Leute da draußen, die diese Kombination sehr, sehr gerne mögen. Das V4S, finde ich, sieht in der Tadej Pogacar-Variante mit den ganzen Carbon-Specials ziemlich geil aus. Ich kann auch verstehen, wenn Colnago-Liebhaber sagen, ne, das hat für mich nichts mehr mit einem klassischen Colnago zu tun, denn das ist einfach ein High-End-Racing-Rad geworden. Und da ist nicht mehr so viel Tradition drin. Am Ende sind beides furchtbar schnelle Fahrräder, die ziemlich nice aussehen, das Neueste an Technik zu bieten haben. Und ich bin gespannt, wie ihr die beiden Räder findet. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr mit den Kommentaren fertig seid, kommt da nochmal zurück und lasst mich dann ebenfalls noch wissen, wer ist denn euer Favorit für die Tour de France? Gewinnt Pogacar oder gewinnt eben Vingegaard das Ding? Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist es noch einigermaßen ausgeglichen gewesen. Ich hoffe, da hat sich jetzt nicht super viel verändert. Ja, und welches ist natürlich auch euer Favoritenbike? Nicht nur in Sachen Optik, sondern in Sachen Gesamtkonzept. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal GCN auf Deutsch und wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut, Servus, ciao und tschüss.